So, hallo Jana, du bist ja unsere Physiotherapeutin von PhysioLife hier beim TC Freisenbruch. Wie ist denn so das aktuelle Gesundheitsbefinden der Spieler? Ja, also zurzeit ist es halt so, dass die Spieler alle relativ angeschlagen sind durch das hohe Trainingspensum, muskulär relativ strapaziert. Und es sind halt einige dabei, die zurzeit auch durch alte Verletzungen wieder Probleme haben, viele mit den Knien Probleme haben. Beide Torwärter sind leider in der Hinsicht ein bisschen angeschlagen. Und ja, auch der Kapitän ist ja leider knietechnisch ja, zurzeit aus dem Spiel. Zumindest bis nächste Woche Dienstag, wo er dann wieder loslegen möchte. Ja, so sieht es momentan aus. Ja, Christian Kronberger fällt ja schon jetzt länger aus. Hat das noch was, steht das im Zusammenhang mit seinen alten Verletzungen? Ja, höchstwahrscheinlich ist das so. Das Knie ist auch geschwollen und er beschreibt auch einen Schmerz im Knie, wo man jetzt halt auch erstmal schauen muss, was überhaupt mit dem Knie wirklich ist. Ne, er ist schon aktuell in Behandlung und man muss dann halt zusehen, dass er möglichst schnell wieder auf die Beine kommt und dann auch den TC Freisenbruch wieder tatkräftig unterstützen kann. Hast letztes Wochenende ja nicht spielen können aufgrund Knieprobleme. Weißt du schon, wann du wieder fit bist oder was du genau für Probleme hast? Also ich habe Probleme wieder mit dem Knie. Habe schon jahrelang damit immer zu kämpfen gehabt. Jetzt nach dem Training halt im Trainingslager wieder extremer geworden mit den Schmerzen, weil extensiv Belastungen aufs Knie direkt drauf waren. Und ich hoffe, dass ich Dienstag wieder mit Laufeinheiten anfangen kann und auf jeden Fall zum 7.8. wieder im Kader stehe. Konnte Im dir HSV. die Physiotherapeutin weiterhelfen? Ja, definitiv. Sie hat mir schöne Lymphdrainage gegeben, sodass das Wasser aus dem Knie rauskommt und ich in der Bewegung wieder ein bisschen schmerzfreier bin. Danke, dann freuen wir uns, dich nächste Woche beim Training zu sehen.